Die letzte Baulücke am westlichen Rand von Reutlingen-Altenburg wurde von der GWG Reutlingen geschlossen. Zusammen mit dem Fertighaushersteller Schwörerhaus wurden die drei Mehrfamilienhäuser in einer besonderen Hybridbauweise gebaut, mit der insgesamt 45 Tonnen CO2 gespart wurden. Zur feierlichen Einweihung konnten die neuen Wohnungen jetzt besichtigt werden. Wir befinden uns am westlichen Rand der Reutlinger Gemeinde Altenburg in der Lauterstraße. Hier hat die GWG Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Fertighaushersteller Schwörerhaus in weniger als 2 Jahren 3 mehrgeschossige Wohngebäude gebaut. Das Besondere, die Gebäude wurden in einer Hybridbauweise gebaut. Ja, das ist eine Mischung aus Betonbau und Holzbau. Also wir nehmen für das Treppenhaus und für die Decken nehmen wir Betonprodukte und ansonsten tun wir mit Holz ausstatten. Und das große Vorteil ist halt, dass man den CO2-bindenden Werkstoff Holz einsetzen kann, ohne aber gleichzeitig riesige Aufwände, Zusatzaufwände zu machen, um das Gebäude dann brandschutz- und schallschutztechnisch auszustatten. 45 Tonnen CO2 konnten durch diese Art des Bauens eingespart werden. Eine zukunftsfähige Lösung findet auch Oberbürgermeister Thomas Keck. Also hier einzuziehen muss eine Freude sein. Die Lage ist toll, die Qualität ist toll, der Wohnungszuschnitt ebenfalls. Also wenn es irgendwie geht, so muss man bauen, so geht Nachhaltigkeit. Auch für die GWG Reutlingen ein tolles Projekt, das sich GWG-Geschäftsführer Ralf Gütert auch für weitere Projekte vorstellen kann. Denn neben der klimafreundlichen Bauweise gibt es noch einen weiteren Pluspunkt. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier, insbesondere wenn man jetzt mehrere Stückzahlen produziert, sie in einem trockenen Hallen sozusagen herstellen kann. Und der aus meiner Sicht relativ große Vorteil dabei ist halt, dass die Belästigung für die Nachbarn halt aufgrund der schnellen Produktionszeit vor Ort sehr gering sind im Verhältnis zum konventionellen Bau. So werden beispielsweise komplette Badezimmer en bloc im Schwörerhauswerk vorproduziert, inklusive Fliesen, Waschbecken und Co. Über den neuen Wohnraum im Ort freut sich auch Bezirksbürgermeister Frank Hofacker. Ich freue mich, dass wir damit auch 18 Wohneinheiten hier realisieren konnten. Es freut mich, dass wir damit rund 50 neue Altenburgerinnen und Altenburger in Altenburg begrüßen dürfen. Und deshalb ist es auf jeden Fall, denke ich, ein sehr guter Tag heute für Altenburg. 6 der 18 Wohnungen sind zudem komplett barrierefrei. Bei der feierlichen Einweihung mit traditionellem Richtspruch kamen auch künftige Mieter dazu, die sich schon darauf freuen, den modernen und nachhaltigen Wohnraum bald beziehen zu können.